Zuerst wird nur der Mangel gefühlt. Dann verschwindet das Verlangen nach Nahrung. Und zugleich geht beim Fasten etwas Innerliches vor sich. Der Körper wird gleichsam aufgelockert, der Geist wird freier. Alles löst sich, wird leichter. Last und Hemmung der Schwere werden weniger empfunden. Die Grenzen der Wirklichkeit kommen in Bewegung. Der Raum des Möglichen wird weiter. Der Geist wird fühliger. Das Gewissen wird hellsichtiger, feiner und mächtiger. Das Gefühl für geistige Entscheidungen wächst. Die Besonderheit beim Fasten ist, dass wir sehr durchlässig sind und dass die Emotionen halt eben nicht so hängen bleiben. Also freudvolle Zustände können natürlich sein, ekstatische Zustände werden aber direkt abgelöst durch vielleicht eine Traurigkeit, eine Wut kann hochkommen. Und das ist auch das Besondere, diese Durchlässigkeit für Gefühle, weil im Grunde sind ja Gefühle auch nichts anderes als Aggregatzustände unseres Seins. Und wir sagen immer wieder so, ja, betrachtet eure Gefühle wie Wolken am Himmel. Also genießt sie, nehmt sie wahr, aber haltet euch nicht dran fest, weil sie verändern sich. Nicht die Gefühle an sich sind ja die Erfahrung, sondern die Erfahrung zu machen, dass Gefühle Phänomene sind, dass man nicht hängen bleibt in Gefühlen, dass alles, also ja, dass alles in the present moment sozusagen stattfindet und dann sich auch direkt wieder verändert. Ja, was macht das Fasten? Das Fasten macht unglaublich viel. In dem Moment, wo wir eben fasten, werden zum Beispiel andere Gene aktiviert, die nur aktiviert sind, wenn wir eben im Fastenstoffwechsel sind. Und diese Gene sind für Reparatur zuständig, für Regulierung des Stoffwechsels. Und was übrigens auch ein Proof dafür ist, dass es eben so ein altes Programm ist. So, dass man heute sieht, wenn ich faste, werden ganz andere Gene bespielt. Und es geht, um das kurz zu machen, es gibt verschiedene Felder, aber es geht immer um Regeneration, es geht um Reparatur und um Reinigung letzten Endes. Und da gibt es verschiedene Felder, Zellreinigung, Autophagie ist das Stichwort. Wir sind in der Ketose, das Mikrobiom ändert sich, die Organe regenerieren, weil sie nichts zu tun haben. Und ich sage immer, also jedes einzelne dieser Felder ist in sich schon so powerful, was eben Reinigung, Reparatur, Regeneration angeht. Jedes einzelne für sich ist super, super heilsam. Mit total feste Studien gibt es dazu und die alle zusammen das macht halt dann diese Superpower des Fastens aus letzten Endes. Weshalb man sagt, so Operation ohne Messer zum Beispiel. Ja. Ist so ziemlich eine Prophylaxe gegen alles, was du nicht haben willst. Fasten in der Gruppe, würde ich sagen, ist auch viel leichter als Fasten alleine. Wir nehmen uns eine Auszeit vom Alltag. Wir nehmen uns nicht nur eine Auszeit vom Alltag, sondern wir kreieren bewusst einen Raum, in dem wir uns auf das Fasten einstimmen. Hier gibt es auch nichts anderes, keine Ablenkung. Es gibt nur die Fastenspeisen und Getränke und nicht die Verlockung des Alltags. Man besucht keine Supermärkte. Und einfach alleine die Tatsache, dass wir diese Erfahrung mit anderen teilen, bringt uns einfach auf, es vereinfacht einfach den Prozess zu fasten. Als wenn ich jetzt alleine fasten würde und ich könnte die Erfahrung des Verzichts nicht mit anderen teilen. Das machen halt alle anderen auch und das vereinfacht so einiges. Man hat ein Gesprächsthema miteinander, man ist im gleichen Space sozusagen. Ja. We'll be right back.
Right now I'm in a place where I'm really honoring this part of me, and at the same time I'm still digging. You know, I think it's both parts. So just accepting it and loving it wouldn't have been enough for me. I had to work with it, and I had to walk this path of unpleasantness and work with myself. So I think this is what I wanted to share, that every one of us is carrying something like that, and it's showing us the ways. Ich habe tatsächlich am Anfang oder immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, natürlich so in der Gruppe dann über meine Gefühle zu reden, weil ich das einfach auch nie richtig gemacht habe, vielleicht auch früher als Kind nicht so richtig gelernt habe. Und ich habe mir eher so ein rationales Denken und auch Weltmodell so angeeignet, und deswegen kam ich da schon so ein bisschen ins Struggle manchmal auch. Aber ich habe gemerkt, dass trotzdem natürlich auch Emotionen bei mir vorhanden sind und dass ich das auch öffnen kann und dass es mir einfach gut tut, weil das diese Verbindung tatsächlich wirklich zu mir aufbaut. Ja. Was mir noch mehr am Herzen liegt, als dass das Human Growth Hormone nach 12 Stunden Nahrungskarenz steigt und was in den Zellen so vor sich geht, das ist alles super und total spannend. Aber am Ende des Tages noch wichtiger ist, glaube ich, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir über uns selber denken, was für ein Verhältnis wir zu uns selber haben. Ja. Und wir halten ja auch nicht alles. Also natürlich öffnen wir den Raum und halten den Raum, aber indem wir in diesen Gruppenprozess gehen, hält die Gruppe das natürlich auch gemeinsam. Die Menschen werden recht schnell warm miteinander und kommen sich näher und nehmen Anteil aneinander. Und wir gucken wirklich, dass gar nicht erst so ein Raum entsteht, wo man irgendwie was in sich reinfrisst, sondern wir machen ja diese allabendlichen Sharing-Runden. Und das ist einfach ein sehr guter ritueller Raum, um Emotionen und Aggregatzustände auf eine gute Art aufzufangen. Deswegen, wir sagen auch mal, das Fasten passiert fast wie nebenbei. Man sitzt hier nicht, zählt die Stunden, so, wow, anderthalb Tage habe ich schon, sondern es gibt eben viel Input, viel spannende Dinge, viel Gemeinschaft, so dass das Fasten wie nebenbei geschieht halt so. Ja, also ich faste selber seit 20 Jahren jetzt, und ich habe angefangen nach der Buchinger-Methode. Das ist einfach schon tendenziell die verbreitetste Methode zu fasten in Deutschland so in den letzten 20 Jahren. Und das heißt, so habe ich auch angefangen, und da bin ich eigentlich auch mal bei geblieben. Und dann habe ich irgendwann, weil ich auch selber viele auch amerikanische Literatur gelesen habe und selber mal bei einer sehr alten, erfahrenen Frau aus Amerika gefastet habe. Und da habe ich noch so ein paar Inspirationen mitgenommen. Und seitdem haben wir es immer genannt, amerikanisch-kalifornisch aufgepimptes Buchinger Fasten. Da waren dann noch so ein paar Ingredienzen dabei, Heilerde, Flohsamenschalen, vielleicht Chlorella, wo wir mittlerweile auch schon wieder zum Teil von ab sind und mehr beim klassischen Buchinger Fasten wieder sind. Weil es sich einfach bewährt hat, weil es auch jetzt diesen unglaublich vielen Studien, die es mittlerweile gibt, die es damals nicht gab, auch total standhält und einfach eine gute Sache ist. Im Fasten verwendet nun der Organismus die sonst für die Verdauung tätigen Energien sofort zur Abheilung der jeweils erkrankten Bezirke unter sachverständiger Leitung des inneren Arztes, den der alte Paracelsus den Archäus, den Urarzt, nannte. Wenn endlich mal der Body Ruhe hat, no food, no nothing, dann kann er endlich die ganzen Reparatur- und Reinigungsprogramme machen, so, für die er sonst keine Zeit hat. So. Ketose, das ist, wenn wir Fett verbrennen und nicht mehr Glukose, da wollen wir hin. Dann fangen eigentlich die Fasteneffekte an. Die Autophagie, die Zellreinigung, so nach 14, 16 Stunden, geht es jetzt gerade so los, wird jetzt immer mehr. Also Glukose ist der Hauptbrennstoff, Zucker normalerweise. Wenn wir fasten, ist Fett unser Brennstoff. Wenn man den verbrennt, dann laufen wir auf Ketonen anstatt von Glukose. Wir wollen da eigentlich so schnell wie es geht hin. Wir wollen uns nicht stressen, das passiert sowieso.
Aber deswegen biete ich euch an, dass wir uns nachher heute Mittag einmal treffen können und so einen 7-Minuten-Workout machen können. Da geht es dann darum, dass wir dann die Glucose, die noch gespeichert ist in unseren Muskeln, einmal nochmal verbraten. 7 Minutes Tabata. 7 Minutes Push. Autophagie bedeutet, dass der Körper, es kommt kein Essen von außen, es kommt kein Protein von außen, der braucht aber welches, weil das ist der Baustoff. Und dann geht er in seiner Weisheit eben nicht hin und baut den Herzmuskel ab oder direkt die Muskulatur oder sowas, sondern er geht erstmal zu dem, was pathologisch ist, also was zu viel ist und dich krank macht, und das ist eben dieser Zellschrott. Der geht hin, löst es auf und nimmt es zum einen als Energie, um weiterzumachen, und zum anderen kann er daraus eben upcycled ist. Also er kann herstellen, was der Körper gerade braucht. Der innere Arzt sozusagen, der gerade die Kontrolle hat, guckt, ey, uns fehlt das und das. Lass uns den alten Scheiß da aufbauen, aufräumen. Dann haben wir ihn erstens gereinigt, wow. Und zweitens können wir noch daraus herstellen, was wir brauchen. Und haben noch die Energie, die wir brauchen. Vielleicht als Empfehlung für Menschen, die fasten wollen, so, es ist richtig wichtig, ein richtig gutes Mindset zu haben. Also wirklich ganz klar darin zu sein, so yes, ich faste, so aus freien Stücken, geil, geiles Ritual. Und nicht halt zu darben und zu kämpfen und so, sondern es ist wirklich bis hin zu, dass sich die Neurochemie ganz anders ist, wenn du dieses Ja dazu hast. Je nachdem, wie du deine Erfahrung bewertest, wirkt es auf deinen Körper. Und das ist total wichtig, super wichtig. Das ist faszinierend und es ist wichtig. Und deswegen, wenn du fastest, schaff dir das richtige Setting, informier dich, und dass es freudvoll ist. Und wir haben ein schönes Mantra. Das heißt, Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt. Das Fasten ist die Speise der Seele. Wie die körperliche Speise stärkt, so macht das Fasten die Seele kräftiger und verschafft ihr beweglichere Flügel, hebt sie empor und lässt sie über himmlische Dinge nachdenken, indem es sie über Lüste und die Freuden des gegenwärtigen Lebens erhaben macht. Wie leichte Fahrzeuge das Meer schneller durchqueren, schwer belastete Schiffe aber untergehen, so macht das Fasten die Gedanken leichter. Bei uns ist es ganz explizit so, dass wir definitiv ziemliche Genussmenschen sind. Also absolut. Und auch keine Kinder von Traurigkeit. Und ich höre das oft, dass Leute sagen so, hey, ja, nee, Fasten ist nichts für mich, weil ich will mein Leben genießen. So, und ich denke mir dann, ey, ich genieße mein Leben so sehr, also ich auch zum Beispiel das Essen. Und ich kann dir sagen, ich weiß, dass zum Beispiel meine Freude an Essen, seit ich faste, definitiv zugenommen hat und nicht weniger geworden ist. So. Und es fühlt sich super gut an, diese Zeit des Verzichts, des bewussten Verzichts zu haben, einfach zu wissen, wir reinigen unseren Körper, wir tun ihm was Gutes, wir betreiben Krebsprophylaxe, Gesundheitsprophylaxe, und dann genießen wir das Leben. Also mit einer anderen Wertschätzung auch nochmal, ne? Weil wenn man ständig im Überfluss ist und man weiß, es ist die ganze Zeit da, weiß man diesen Wert ja auch oft nicht zu schätzen, ne? Und weiß ihn dann erst wieder zu schätzen, wenn man merkt so, wow, Essen, das ist halt auch, ne, was Fasten macht, einfach die Wertschätzung für Nahrung. Jede Blüte blüht zu ihrer Zeit, Hermann Hesse. Und so ist es halt. Jede Blüte blüht zu ihrer Zeit. Und jetzt zum Beispiel ist der Herbst. Und ich weiß zum Beispiel diesen Sommer über. Und vielleicht bei vielen Menschen. Sommer, Fülle, das Buffet des Lebens eröffnet in jederlei Hinsicht. So. Und da sind Events und Festivals und Essen. Und ich kann sagen, dass ich dem Sommer explizit vielleicht lustbetonter dann lebe. Und dann ist es schön, wenn dann der Herbst kommt, dann so, und jetzt kommt eine andere Zeit. Und das klassischerweise ist der Herbst auch ein Frühling zum Fasten. Mhm. Und dann läutet das mehr so die stillere Zeit, die weniger nach außen gekehrte Zeit ein. So. Und das geht halt so hervorragend zusammen auch. Ja.
Und es gibt Leute, die sagen Gesundheit als Weg und das bedeutet radikal und keine Ausnahme und das sind wir absolut nicht. Ganz, ganz explizit nicht. So. Ich suche mein ganzes Leben lang nach diesen Menschen, die jetzt hier sitzen. Menschen, die wissen, wie man lebt. Menschen, die wissen, wie man fastet. Menschen, die wissen, wie man teilt und Geschichten erzählt. Menschen, die einem in die Augen schauen können. Und es ist gut, sie zu finden. Solche Menschen, wie ihr es seid. Und ihr seid wunderschön, ihr alle. Und das bringt mich zum Weinen. Das macht mich offenherzig, berührbar und ich fühle mich wohl. Das ist es, was ich von dieser einwöchigen Reise mitnehme. Aho.